Der Fighter in der blauen Ecke repräsentiert das Team Alpha aus Düsseldorf. Er brachte 70,0 Kilogramm auf die Waage. Er gibt sein Debüt im Cage von GMC im Cage MMA. Meine Damen und Herren, please welcome Harun Güler! Sein Gegenüber, kurzfristig eingesprungen, nur ein paar Tage Vorbereitungszeit. So lobe ich mir das. Er repräsentiert The Forge of Stone Hearts, den Fight Club Gelsenkirchen. Hier ist Maurice Arno! Dritter Mann im Kick, Steffen Lamm. Da gibt es nochmal letzte Instruktionen von Steffen Ramelow. Der erstmal die Judges suchen muss hier. Aber Gott sei Dank im Käfig stets den Überblick behält. Für mich einer der besten Referees, die wir in Deutschland haben. Ist im Prinzip jedes Wochenende irgendwo im Käfig. Da kommt Adolf. Quasi aus der Ecke gestürmt. Will also hier früh mitmischen offensichtlich. Du hast ja eben gesagt, Team Alpha dafür bekannt, früh zu starten und die Gegner gar nicht erst in den Kampf kommen zu lassen. Jetzt hier trotzdem verhältnismäßig verhaltene Anfangsphase. Ah, explosionsartige Attacke hier, aber sofort wieder der Rückzug. Adolf auch mit der Rechtsauslage. Kann natürlich sein, dass es auch eine kleine Überraschung ist hier. Sehr, sehr offener Stand auch bei beiden Kämpfern. Adolf hier mit einem etwas tänzelnden Stand. Sehr, sehr leichtfüßig. Und wenn beide Kontrahenten unterschiedliche Auslagen... Oh! Und da gab es eine knallharte Rechte. Aber Adolf steht schon wieder, also... Ich dachte, der war da eiskalt K.O., das sah für einen Moment so aus. Ist auf jeden Fall zu Boden gegangen und das spricht für seine Fitness, dass er hier sofort wieder mitkämpft. Also trotz kurzer Vorbereitung hat er eine gewisse Fitness hier. Fängt sich aber erneut zwei Hände, geht da immer wieder mit erhobenem Kinn gerade rückwärts. Ja, Kinn hoch, Hände runter ist keine gute Taktik tatsächlich. Aber da ist gerade der Autopilot aktiv. Da bin ich mir sicher. Der funktioniert noch ganz gut bei Maurice Adorf, aber Harun Güler hat hier schon ein Ausrufezeichen gesetzt. Ja, damit ist das im Grunde genommen schon mal eine 10-8-Runde, wenn man so will. Es sei denn, Adorf zeigt hier noch ein bisschen was in den letzten drei Minuten. High-Kick-Versuch. Die Hände sind viel zu tief hier, auch wenn er rauszirkelt. Maurice Adorf. Trifft hier ganz gut, aber lässt dann sofort die Hände fallen. Das ist einfach zu gefährlich. Spinning Backkick-Versuch. Also was mir sehr, sehr gut gefällt an Adorf ist, dass er sich traut, auch mal spektakuläre Aktionen zu zeigen. Sehr, sehr kreativ ist. Erinnert fast schon so ein bisschen an Conor McGregor von seinem Stand her und von den Aktionen, die er hier zeigt. Wenn auch vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau. Lässt sich da zu Boden stoßen. Und Güler winkt ihn wieder nach oben. Beide Kämpfer zurück im Stand. Ja, Güler fühlt sich hier relativ wohl im Stand. Oh, und wieder eine harte Linke, die da diesmal eingeschlagen ist. Schön angetäuscht die Rechte da und dann die Linke überraschend. Einfach so einen halben Takt vorgezogen. Sehr gut gemacht. Also ich weiß nicht, ob sie Maurice Adorf da im Fight Club Gelsenkirchen den halben Tag Barhocker über den Kopf ziehen, aber der kann einiges wegstecken. Das ist auch eine interessante Trainingsmethode. Wenn es die noch nicht gibt, hast du sie gerade spätestens erfunden. Oder wo ich herkomme, machen wir das in der Freizeit öfter mal. Jetzt ist Adolf hier auf dem Rücken, Güler in seiner Guard.
und die letzten 90 Sekunden des ersten Durchgangs laufen. Hier schön nochmal ein Ellenbogen, also Gameness, wie der Amerikaner sagt. Die hat er mitgebracht hier, Maurice Adorf. Obwohl er angeklingelt wurde, hatte ich zu keiner Sekunde hier das Gefühl, dass er nicht mitten im Kampf ist und auch versucht, den Kampf zu gestalten und auch zu beenden. Aber Harun Güler doch eindeutig mit dem besseren Starten der besseren ersten Runde hier bislang. Gute Möglichkeit auch nochmal für Güler so ein bisschen durchzuschnaufen hier. Bislang zwar sehr, sehr dominant, aber hat auch keinen Grund, jetzt hier nochmal unnötig Energie zu verschwenden. Die Frage, ob er Maurice Adorf ein bisschen Zeit gibt, um sich hier noch weiter zu erholen. Da sehen wir auch eine kleine Cut-Verletzung. Ja, scheint neben dem rechten Auge zu sein von Adorf. Da sollte nichts Wildes sein. Wir gucken gleich mal die Cutman drauf in der Ringpause. So, erste Runde vorbei. Hat Spaß gemacht zuzusehen. Hat's definitiv. Auf der anderen Seite muss man sagen, Adorf muss definitiv was an seiner Defensive machen, wenn er weiter hier so rausgeht. Und hier dachte ich, der Kampf ist schon vorüber, also dass er da nochmal hochgekommen ist. Ja, wenn er weiter so rückwärts rausgeht mit erhobenem Kinn, dann denke ich mal, wird das hier irgendwann mal schlecht für ihn enden. Ja, die Hände so tief zu lassen, das ist fahrlässig. Vor allen Dingen, wenn man gegen jemanden kämpft, der aus dem Team Alpha kommt. Das hat er dann jetzt auch mitgeschnitten wahrscheinlich. Und ich bin gespannt, wie Maurice Adorf zurückkommt aus seiner Ecke. Denn da wird er nochmal den ein oder anderen Input bekommen. Seconds out, please. Round two. Da wurde der Cut behandelt hier aus in der Ecke von Maurice Adorf. Wie gesagt, sah jetzt erstmal nicht sonderlich bedrohlich aus. Gutes Stück neben dem Auge, nicht allzu groß. Also haben wir die Hoffnung, dass das nicht kampfentscheidend sein wird. Ah, da war der Käfig noch nicht ganz frei. Jetzt kann es weitergehen. Adorf und Güler, Runde 2. Erste Runde, eine deutliche Runde für Güler. Auf der anderen Seite muss man sagen, Adorf mit guten Ansätzen, was die Offensive angeht. Allerdings auch mit riesigen Lücken, was die Defensive angeht. Aber, und das hast du eingangs gesagt, vor dem Kampf, es ist ja immer ein bisschen seltsam, wenn man hört, der Veranstalter hat einen Kämpfer aus dem eigenen Stall auf der Fightcard. Da ja. Denkt man immer, naja, den haben sie da ein bisschen Fallobst hingesetzt. Aber genau das Gegenteil sehen wir hier. Das ist ein sehr, sehr starker Gegner, den sie ihm hier vorgesetzt haben. Ja, und trotz allem kämpfen die beiden hier auch auf Augenhöhe. Ist jetzt nicht so, als wäre einer klar unterlegen. Klar kann man immer treffen oder getroffen werden. Aber das hier ist ein Duell auf Augenhöhe. Gefällt mir sehr, sehr gut, was GMC da macht. Also beschützt hier ihre Zöglinge nicht besonders, sondern setzt ihnen wirklich harte Knochen vor. Die sollen sich beweisen. Das spricht für den Veranstalter. Ja, man munkelt ja, der härteste Kampf der Jungs aus dem Fight Club Gelsenkirchen ist eh der gegen den eigenen Trainer jeden Tag im Training. Also da geht es denen offenbar nicht besser als den Jungs vom Team Alpha. Und jetzt hier wieder offener Schlagabtausch. Adolf wackelt. Ein Kämpferherz hat er mitgebracht, der Gute. Wir sehen kaum Kicks zum Körper, die sich ja eigentlich anbieten bei dem Stand, den die beiden hier haben. Also unterschiedliche Auslage, da bietet sich so ein Inside-Low-Kick an mit dem hinteren Bein. Schön abgetaucht jetzt hier einmal Adorf. Kann er seinen Griff nutzen? Ich glaube, da fehlt ihm einfach noch die Kraft, greift aber um zum Single Leg, nachdem das aus der Ecke angesagt wurde. Ein bisschen spät fast, sollte jetzt nochmal den Griff wechseln.
zu lang hier an einer Technik festzuhalten, das bringt es meistens nicht. Einfach nochmal umgreifen, nochmal neu ansetzen. Güler macht das gut, muss aber trotzdem zu Boden. Schönes Standbein weggezogen hier. Und Adolf ist gut hier in die zweite Runde gekommen, muss ich sagen. Ja, wesentlich besser als in der ersten. Also da gab es offensichtlich noch mal einen Einlauf in der Rundenpause. Und den einen oder anderen wichtigen Hinweis. Jetzt hat er hier Oberlage, auch wenn er sich hier, so wie das aussieht, der Guillotine erwehren muss. Ja, das war eher so zum Halten. Sah nicht so aus, als wäre da wirklich die Absicht eines Finishes dahinter. Aber natürlich auch lange keinen Schaden gemacht, lange nicht nach vorne gegangen. Das sieht natürlich auch der Referee. Und derjenige, der hier in Top-Position ist, der ist in der Pflicht zu arbeiten, den Kampf voranzubringen. Das macht Adolf jetzt hier. Schöne Ellbogen, Schläge, kurze. Hat noch fast 2 Minuten Zeit hier zu arbeiten. Also ein bisschen mehr müssen wir sehen von Adolf, sonst wird hier gleich wieder der Kampf im Stand fortgeführt. Referee hat schon noch mal ermahnt hier zur Aktivität. Müsste sich jetzt mal aufrichten hier, ein bisschen was trauen, Adolf. Möchte die Position aber nicht verlieren. Hat seine Arme auf der Matte. Nicht optimal hier aus der Sicht von Adolf. Güler verteidigt nicht richtig, der stallt mehr. Also im Stand weitaus gefährlicher als vom Rücken aus hier, der Mann vom Team Alpha. Hält fest, frustriert damit natürlich auch so ein bisschen den Gelsenkirchener, der weder die Position verbessern kann, noch schlagen kann hier. 40 Sekunden noch auf der Uhr. Also gute zweite Runde hier für Maurice Adorf. Ohne die ganz großen Szenen, aber mit guter Kontrolle über lange Strecken, insbesondere am Ende der Runde. Ja, und mit ein paar guten Treffern auch nochmal, mit denen er diese Runde hier abschließt. Eine Runde, die er hier durchaus für sich entschieden haben dürfte. Und damit steht es jetzt 1:1 auf dem Punktzettel und das ganze Ding ist wieder offen. Das ja. Sah nach dem ersten Durchgang gar nicht so aus. Kommt natürlich darauf an, wie die erste Runde gewertet wurde. Gab es Niederschlag, wenn das eine 10-8-Runde war, dann wird es natürlich noch mal enger. Aber nichtsdestotrotz ist das hier ein Kampf, den er durchaus noch für sich entscheiden kann. Ja, du hast ja da diese 10-8-Runde mit reingeworfen. Hier sehen wir noch mal ein paar der Szenen aus der zweiten Runde. Schön abgetaucht und dann hier Takedown-Versuch. Der hat nicht direkt geklappt. Aber dann hinten raus hier nochmal das Bein weggezogen. Ja, du hast diese 10-8-Runde da eben erwähnt. Es gibt ja im K1 zum Beispiel die Regel, sobald es ein Niederschlag ist, dann wird das als 10-8-Runde gewertet. Im MMA ist das kein Muss. Aber natürlich je nachdem, wie gewertet wird, kann es natürlich sein, dass das so stark mit in die Wertung einfließt. Und wie man so schön sagt, wenn man Sicherheit haben möchte, dann sollte man es nicht in den Händen der Punktrichter belassen. Deswegen hier beide Kontrahenten noch die Chance, sowohl auf den theoretischen Punktsieg, aber auch natürlich auf ein vorzeitiges Ende. Das wäre mit Sicherheit das, was beide am liebsten hätten, weil da gibt es nachher keine Diskussionen. Adolf sticht im Moment besonders durch sein Kämpferherz hervor. Güler brandgefährlich im Stand, hat den Killerinstinkt eines Team-Alpha-Kämpfers. Am Boden bislang noch nicht so gefährlich. Mal sehen, ob da Adolf direkt wieder ansetzen möchte. Täuscht hier den Level-Change an. Macht er gut, Adolf. Ja, und es sieht aus, als ob Güler hier ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Der atmet hier sehr, sehr schwer. Das haben wir in der Vergangenheit auch bei Kerim Engizek gesehen. Dass der hinten raus ein bisschen
die Kondition nachgelassen hat. Ja, zumindest in seinen früheren Kämpfen. In seinen früheren Kämpfen, so ist es. In den letzten jetzt nicht unbedingt, aber die ging ja auch nicht so lang meistens. Oh, hier ist nochmal ein Mundstück verloren gegangen. Kurze Irritation. Also die Finger dürfen auch im Stand nicht nach vorne zeigen. Die Finger der Führhand sind das. Die müssen zur Decke zeigen. Kurze Ermahnung. Also das ist aber unabsichtlich. Da die Augenstecher. Das hat Steffen Ramelow hier jetzt schon ein paar Mal ermahnt. Ja, aber sollte es tatsächlich so sein, dass Güler hier ein bisschen nachlässt, wäre das natürlich die optimale Chance für Arnoff, hier nochmal aufzudrehen und das Blatt zu wenden. Und das war ein Tieftritt. Ja. Entschuldigt er sich gleich. Der hat sich aber nicht gut angehört. Nee, also, das hat sich bis hierhin nicht gut angehört. Und da geht auch Arnoff direkt zu Boden. Wir gucken uns das schmerzhafte Spektakel nochmal an. Ja, das war wirklich genau auf die Kronjuwelen. Und theoretisch 5 Minuten Zeit jetzt hier für den Kontrahenten, sich zu erholen. Ja, ich denke mal, jeder Mann in der Halle, der fühlt jetzt hier mit, denn diesen Treffer, den hat man auf jeden Fall auch hoch bis in die hintersten Ränge gehört. Ja, vielleicht zur Erklärung, natürlich tragen die Kontrahenten einen Tiefschutz, das ist ganz, ganz klar, aber der sitzt auch nicht zu 100% fest, der ist ja nicht festgetackert. Das heißt, wenn da wirklich ein Tritt draufkommt, wie jetzt eben, dann kann das Ding verrutschen und da kann da durchaus mal was eingeklemmt werden, was nicht eingeklemmt werden sollte. Aber der Kampf geht weiter. Adolf tänzelt wieder, das lässt hoffen. Ja, er hatte offensichtlich sehr, sehr viel Selbstvertrauen in seine Mindbewegungen, aber fängt sich immer wieder Treffer. Ja, kann zwar auch einen austeilen, aber am Ende der Düsseldorfer mit der höheren Schlagwirkung bislang. Also ich würde aus der Sicht des Gelsenkirchners eher mal versuchen, den Bodenkampf wieder zu forcieren. Da hatte er doch die klareren Vorteile. Da hören wir es auch aus der Ecke. Etage tiefer. Der Düsseldorfer macht nicht viel. Stalkt mit seiner Schrittarbeit, aber schlägt kaum. Da schlägt er mal. Jetzt geht er mal rein hier. Maurice Arnoff clincht ab. Wenn er den Takedown schafft, dann ist das groß für ihn. Noch eine halbe Runde hier. Wenn er die dann in Top-Position verbringen würde, wäre das natürlich gut. Aber den Takedown wird er nicht geschenkt bekommen. Schön gelöst hier mit diesem rechten Haken. Ja, der Düsseldorfer atmet schwer. Wenn er was macht, dann ist das natürlich hart. Aber macht zu wenig, um Arnoff das Leben richtig schwer machen zu können hier in dieser dritten Runde. Und Arnoff, obwohl er wenig Zeit zur Vorbereitung hatte, hier der fittere Mann in der dritten Runde. Und obwohl er auch mehr Schläge hat einstecken müssen, oder zumindest die härteren Schläge. Ja, das sieht auch technisch alles sehr, sehr sauber aus bei Maurice Arnoff. Er hat definitiv eine Menge Selbstvertrauen. Das Einzige, was ihm so ein bisschen fehlt, ist das richtige Distanzgefühl. Deswegen wird er ja immer wieder getroffen. Ja, und die Deckung eben. Ja, und die Deckung. Er macht eine Aktion und dann lässt er sofort die Hände fallen. Aber das sind alles Sachen, an denen kann man arbeiten und sollte das tun, dann sehe ich da eine vielversprechende Zukunft. Jetzt muss er nur aufpassen, dass er hier in der letzten Minute nicht noch auf die Bretter geht. Man versteht auf jeden Fall, warum ihm hier ein bisschen Vorschusslorbeeren vorausgeeilt sind. Ja, mit Sicherheit nicht aufgrund seines etwas eigenwilligen Brusttattoos, sondern doch eher aufgrund seiner sehr, sehr kreativen Technik, seines kreativen Kampfstils. Ja, Boxen wird da gefordert aus der Düsseldorfer Ecke und das ist, glaube ich, auch genau die richtige Herangehensweise. Das sollte der Düsseldorfer machen. 30 Sekunden. Nochmal ein Takedown-Versuch. Aber ein bisschen halbherzig hier.
aber er ist der aktivere Mann, kontrolliert das Geschehen und das jetzt schon seit einer guten halben, dreiviertel Runde. Er macht hier den Kampf in diesem letzten Durchgang und damit dürfte er sich auch die dritte Runde gesichert haben, zumindest auf meinem Zettel. Ja, doch, ist nochmal wirklich gut zurückgekommen nach dieser doch schlechten ersten Runde für den Gelsenkirchener. Die Sache ist halt, dass er selbst nicht allzu viele wirklich harte Wirkungstreffer gelandet hat. Es sieht alles gut aus, was er macht, aber es war nicht wirklich was Substanzielles dahinter. Auf der anderen Seite hat Güler, der hier massiv abgebaut hat in den letzten beiden Runden, trotzdem wirklich noch gut getroffen. Also auch im letzten Durchgang ein paar gute Treffer gehabt, wie wir hier sehen. Ja, trotzdem für mich hier in der letzten Runde Adorf vorne. Güler hat kaum was gemacht. Die paar Sachen, die er gemacht hat, die sahen gut aus. Aber Adorf hat auch ein paar Mal getroffen, war der aktivere Mann jetzt hier. Ich würde sagen, ich würde ihm den Kampf tatsächlich geben. In der ersten Runde hat er zwar ganz schlecht ausgesehen, es war trotzdem aber nur eine 10-9 Runde für mich. Und die anderen beiden hat er geholt. Also das wäre meine inoffizielle Scorecard, die, und da sind wir mal ganz ehrlich, überhaupt nichts bedeutet. Die aber durchaus stimmen könnte. Und wir sehen, Adorf, der hat hier offensichtlich immer noch genug Energie, um hier ein bisschen Schattenboxen und ein paar Spirenzchen zu machen vor der Kamera. Schön für ihn. Brusttattoo, was hat er sich dabei nur gedacht? Aber dieses Motiv, das kommst du ja ganz gut, ne? So bist du ja ab und an auch mal tatsächlich zum Ring gekommen. In der guten alten Zeit. Ja, damals, 1860, als das Freibier noch eine Mark gekostet hat, bin ich mal so in den Ring eingelaufen mit dem Helm. Der war ein bisschen größer als der hier abgebildete. Aber wir kommen erstmal zu den essentiellen Dingen, nämlich hier zur Urteilsverkündung. Ich bin gespannt. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, der erste Fight heute Abend über die ganze Distanz. Und hier ist das Urteil des Kampfgerichtes. Sieger, einstimmiger Punktsieger, Winner by unanimous decision, Maurice Adorf!